Was wir also sagen wollen, ist, wenn uns klar wird, dass das alles künstliche Versuche sind, etwas zu lösen, was dem Sein selbst nicht gelingt zu lösen, indem es sich in seinen eigenen Paradoxien widerspricht, indem es Persistenz nur durch Tödlichkeit, indem es Wahrheit nur durch Unwahrheit, gedoppelte Unwahrheit, indem es Wirklichkeit nur durch gedoppelte Unwirklichkeit generieren kann, indem es Sein nur innerhalb von zwei phantasmatischen Grenzen der Auslöschung und der Wiederkehr, des Wiederkehrimperativs aufrechterhalten kann und es somit klar ist, dass dem Sein dieses am Ende der Kette stehende Experiment hier eines reflexionsbewusstseinsfähigen Wesens, Sprechwesens zu lösen oder zu erlösen, nicht gelungen sein konnte. Denn all das ist misslungen. Es wird unweigerlich dazu führen, dass dieses Experiment nicht dazu führt, das Problem zu lösen. Denn die Widersprüche sind strukturell intern. Die Persistenz eines Ewigen basiert auf der paradoxalen Tatsache eines immer ständig Vergänglichen. Und das immer ständig Vergängliche des Heraklits hat als Kern den Antrieb des parmenideischen Stillstehenden, nämlich in jeder Sekunde 25 Mal als Foto, als phantasmatisches Foto dessen, dass das Vergängliche oder ständig Vorbeiziehende gerade die Illusion des Persistierenden erzeugt, sodass wir alle glauben, wir wären unsterblich, tief davon überzeugt sind, solange wir noch atmen, dass uns nichts geschehen könnte, und wenn doch, dann würden wir von später her das Ganze nochmal anschauen. Also all diese phantasmatischen Selbstbetrügereien nicht nur unserer eigenen psychischen Struktur, sondern des Seins selbst, die können es einfach nicht sein. Und wenn man also das weiß, dann ist man doch insofern etwas erlöst, dahingehend, dass all diese Angebote an Welterklärungsmodellen der jeweils einen Seite oder der jeweils anderen Seite, denn selten gibt es Erklärungsmodelle, die die beiden sich widersprechenden Seiten in sich gemeinsam beschrieben hätten, dass all dies es nicht sein kann, was die wahre Struktur des realen Designs angeht. Und also kann es ganz, ganz anders sein, als man sich seit Jahrtausenden oder seit Aberjahrtausenden vorgestellt hat. Und das ist doch immerhin ein wenig beruhigend, denn bislang gab es nur zwei Alternativen jeweils und beide waren mit großem NOI geschlagen, denn das sagte uns weder etwas auf der einen Seite noch auf der anderen Seite. Wir akzeptieren nicht den zwanglianischen Thetismus, all die Idealschließungsmomente von Unifizierungen, von Universalisierungen, und wir akzeptieren auch nicht diesen partikularen, immanenzaugenblicklichen: wenn alles schon verloren ist, dann feiern wir nochmal schnell heute und fressen so, als ob wir morgen schon tot wären, und bauen so, als ob wir in 1000 Jahren noch leben würden, und genießen also den Augenblick des Zhuangzi oder auch all die schönen Momente, wie sie Firmer im Buch Mani beschreibt, in dem Moment, wo man das Denken abstellt, alle Viere oder alle Fünfe von sich breitet auf 5 Stühlen und das Sein sein lässt
und das Denken abstellt wie die Katze auf dem heißen Blechsofa oder der Hund in der nicht allzu prallen Sonne, dann ist das Leben doch erquicklich schön. Yamas.